Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unturned mit dem Robin Hi. und mir, dem Basti. Ich sehe da trotzdem noch als Robin aus. Du brauchst nicht winken, man hat dich doch nicht gesehen. Man Doch, sieht man aus hat mich Robins. gesehen. Ach so, gut. Man guckt aus Robins Ups. Perspektive. Ich habe einfach nur die Anmoderation gemacht. So, und bei uns ist der Städtetour angesagt und wir fahren auch direkt los. Robin, das soll jetzt eigentlich ein actionhafter Einstieg werden, aber nun gut. So, ich versuche hier gerade in Third Person einen Zombie abzustechen. Das ist voll schwierig, weil irgendwie, ja, mit den Zielen und so. Third Steig in Person! den Wagen. Okay, ja, komm, wir fahren. Siehst du das eigentlich auch von der Außenansicht? Ja, und da kann ich jetzt sogar um den Wagen drumherum gucken. Aus verschiedenen. Das ist richtig geil. Boah, ich mache einen Screen davon, wie wir im Wagen sitzen. Voll geil. So. Polizeiauto. Wow! Ja, ich habe gerade nach hinten geguckt. Ja, es ist jetzt natürlich voll geil, weil hier immer so schön die Leiter im Weg ist. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja, okay. Das ist geil. Sehr, sehr geil. Weil jetzt kannst du so, boah, und wenn ihr so rumkurvst, dann siehst du von vorne so richtig, boah, wie das Auto sich in die Kurven legt und so. Aber der Hammer. Feuerwagen hat immer noch keine Federung, ne? Gibt keinen Puffer, wenn du stehen bleibst. So. Ne. Das rutscht einfach. Ja, so ein bisschen. Aber jetzt kann man ja auch sehen, wie der hier den Pfeil und Bogen auszieht, hier so in den Bauch rein. Das Oh sieht man ja, den. da macht sich der Bogen und da fällt das mal nackig für. Ja. Oh, shit. Okay, Leute, pass auf, ich muss das jetzt mal hier wieder zurückstellen in First Person, weil ich bin voll unfähig, in Third Person damit umzugehen. Vor allen Dingen, weil ich über die rechte Schulter gucke. Und wenn ich Third Person spiele, dann waren das meistens immer Spiele, wo man über die linke Schulter. Ich sollte mich mal heilen und nicht quatschen. Ich Was blute war das nämlich denn gleich. bei Warframe? War es die linke Schulter? Ja, da konnte man wechseln. Also da gab es eine Taste, wo man bei Warframe dann wechseln konnte, über welche Schulter man guckt. Und ich habe immer über die linke Schulter geguckt. Das war N, das weiß ich sogar noch. Echt? Ich weiß es Ja. nicht mehr, aber ich glaub dir das einfach mal. Es ist so. Google es. Ah, guck mal, da liegt ein neuer Compound Bow. Dann nehme ich jetzt einfach meinen auseinander. Du hattest doch keinen Compound Bow, oder? Doch, hatte ich. Okay. So. Meiner kommt jetzt hier weg und dafür nehme ich hier neun. Jetzt gucke ich mal, ob ich meinen kaputt machen kann. Jawohl. Nein, warte. Ja, doch. So. Okay, ich habe neun Bogen. Der wird jetzt natürlich erstmal hier schön equipped mit allem möglichen geilen Scheiß. Also mit einem Scope und einem Pfeil. Und ich kann. Man kann nicht mehr. Ja gut, wenn man in Third Person ist, kann man natürlich nicht mehr durchs Zielfernrohr gucken. Das ist unpraktisch. Aber Der ihr zoomt doch habt's dann trotzdem einmal gesehen. mit Rechtsklick, oder nicht? Nee. Ich? Nee, der guckt nicht durchs Zielfernrohr, wenn ich Rechtsklick gedrückt halte. Und der zoomt nicht mal ran? Was für ein Kackteil. Nee, tut er nicht. Boah, guck mal, du, die Tonne, die Leiter hinten, die wiegt alleine schon irgendwie 2 Tonnen oder so. Siehst du, wie die Karre hinten runtergeht? Ja, das ist halt Qualitätsarbeit, ja. Da habe ich eine richtig schöne, schwere Massivholzleiter gebaut. Die ist aus Holz? Die Die. sieht aus wie aus Stahl. Nee, die ist aus Holz. Die ist aus Weißholz. Ist bestimmt gepresst, dass man noch mehr Masse reinkriegt. Ja, die habe ich in meine Faust genommen, die Stöcke, ja. Hab die zusammengedrückt. Und geweint, wenn es zu Splitter gab. So, ja, das auch. So, und jetzt nehmen wir hier wieder diese geilen lila Beeren mit, wie schon ungefähr 300 Mal, seit wir dieses Let's Play angefangen haben. Boah, Ist wenn bestimmt überhaupt Spritverbrauch nicht einen Namen langweilig. hätte, ne? Oh. Wenn Spritverbrauch einen Namen hätte, würde er Robin heißen. Boah, ich hab mir jetzt fast verplappert und deinen Nachnamen gesagt, ey. Mach doch sowas nicht. Dann Dann wird er interessiert Robin man. heißen. Ups, jetzt hat mein Finger gezuckt und jetzt ist alles blau in meinem Inventar. Vor allem, Das ist die Rache. du steigst ein. Ja, das.
Normale Flüggen wäre kürzer, anstatt mit dem erst zu warten, bis der Figur einsteigt, du rüberfährst, bis das Ding erstmal Fahrt gewonnen hat, dann wieder auszusteigen und dann zu sammeln. Der wäre schon dreimal drüber gewesen. Was? Ich muss mich entgiften. So. Oh, Alter. Ich habe gedacht, wow, diesmal ist meine Vergiftung gar nicht so schlimm, aber der Ton vom Spiel ist gerade richtig heftig laut und halt so stark und so. Tja, das sind halt die Nachwirkungen, die Nebenwirkungen von Crystal Meth, ne? Es gibt nicht nur Schönes auf der Welt, Robin. Ja, Handbremse. So. Die Karre rollt noch, was für Handbremse. Ja, lass sie rollen. Was macht der denn da? Er rennt in die andere Richtung weg. Ja, der ist erst den Feuerwehrautos hintergelaufen. Achso. Aus dem Lauf. Fuh dich. Bums. So. Wir sind ja immer noch auf Städtetour. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schon erwähnt haben. Oh, da, ich habe einen Pflanzkasten gefunden, Sebastian. Geil, nimm mit. Ja, habe ich schon. Und ich habe auch so einen kleinen Rucksack gefunden. Den mache ich jetzt erstmal kaputt und baue daraus neue Bandagen. Ne Bandagen. Neue. Ach so, ich nehme mal so ein Weed Seed mit, ne? Yay, Weed. Oh ja. So. Das gute pharmazeutische Zeug. Ha. Ups. Was? Nein, nein, alles gut. Was denn? Hab mich nur verklickt und hab was gemacht, was ich eigentlich noch gar nicht machen wollte, nämlich ein Dressing. Aber ich habe genug Stoff, dass ich auch noch andere Sachen verwursten kann, deswegen ist das okay. Natürlich habe ich mir die Knochen gebrochen. Habe ich Schmerzmittel an Bord? Nee, tut mir leid, du musst leider so rumrennen. Ich habe Schmerzmittel. Ja, dann zieh weg. Das müsste die gebrochenen Knochen heilen eigentlich. Nö, passiert nicht. Nicht? Okay, dann ist das im Hard Mode nicht so. Kriegst du den? Warte, ich komme dir mit dem Schwert zu Hilfe. Boom. Boom. Ja, siehst Easy. du, läuft. Und So, stolpert. wie viel Skills habe ich? Ah, guck mal, hier liegt ein riesen Brechen. Robin, Oh, den da Witz ist mit dem. noch ein Pflanz und noch ein Pflanzkasten. Boah, wir müssen nach Hause. Ich hab. Ja? Das Zeug mit dem Fluggerät hatten wir schon. Fluggerät? Ja, womit das Feld umflügst. Ach so, ich dachte, weil Fluggerät, ja, ist auch egal. Okay, wir fahren weiter. Ich habe auch übrigens gerade Dünger gefunden. Dünger? Geil. Dünger, der germanische Dünger. Dünger. Das ist wunderschön, dass du Düngere gefunden hast. Wir können Düngere immer verwenden, um unsere hervorragende Cuisine vorzubereiten für die Mittagessen Unsere nachher. Quiche. Ja, unsere Oh. Quiche. Wir machen Tomatenquiche. Baguette. Quiche de la Chambre de Julie. Qu'est-ce Pass bloß auf, dass du nichts sagst, was irgendwie was Böses ist in Französisch. Ich habe keine Ahnung von Französisch. Nee, ich habe irgend so zusammenhangslosen Scheiß von damals aus der Schule gelabert. Ah, Hier, okay. Ja, das ist gefährlich. Da ist Qu'est-ce ein. que c'est le Babou heißt, glaube ich, irgendwie, wo ist Babou? Babou war so ein Hund aus so einer alten Dingens. Robin, Ha? kann es sein, dass im Hard Mode die Knochen nicht heilen? Die heilen nur langsamer. Alter, ich habe immer noch gebrochene Knochen. Ja. 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 Das ist dann wohl so. Ich bin Robin, ich bin ein bisschen langsam im Denken, deswegen rede ich auch etwas Boom. langsamer. Kaboom. Boah, ich bin so geil. Ich mach sie alle weg. Mach sie alle weg. Guck dir das an. Ich schenke dir zum Zack. Geburtstag eine Peitsche, dann kannst du dir mal Ja. selber auf den Arsch schauen. Nee, das kann ich auch ohne Peitsche, danke. Oh. Was ist das denn hier? Hier ist ein Lebensmittelmarkt, ja. Und da ist eine Karotte drin. Und ein Energy-Riegel, der abgelaufen ist.
Boah, das ist also. Ich bin ja fast beeindruckt. Ich habe fast ein Problem. Wirklich? Ich bin gerade nicht in der Nähe, deswegen kann ich dir gerade nicht helfen. Oh Gott. Ja klar, natürlich blute ich wieder. So, jetzt hau ich mir hier mal so ein rosa Dressing rein. So. Ich esse das nämlich immer. Deswegen funktionieren die Verbände bei mir auch so gut. Die verschließen die Wunde von innen. Ja, ihr müsst euch das vorstellen wie so kleine Männchen, die wandern durch rum ins Körper und kleben einfach ein Pflaster von innen da drauf. Genau. Weil wenn man nämlich diesen Medizinskill hier richtig hochzieht, dann kann man das. Dann isst man einfach irgendwelche Sachen und die gehen dann in den Blutkreislauf und drücken dann von innen gegen die Wunde und dann ist sie zu. Robin, ist doch gerade langweilig, ne? Geht, ich stech gerade Zombies mein Schwert in den Kopf. Das ist eigentlich schon ziemlich spannend. Ach so, schade, ich dachte irgendwie, die hören nicht eher. Schade. So. Hier gibt's Medizin, habe ich gehört. Ah, guck mal, ein Splint, du kannst deine gebrochenen Knochen heilen. Jo. Glück gib gehabt. Her. Gib her. Am besten brichst du dir jetzt nichts mehr. Was, voll die gute Idee, ich glaube, das mache ich. Cool. So. 13 hast Punkte. Die Wand gestrichen. Ja, und die Decke und alles andere auch. So, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Stoff. Ich überlege gerade, soll ich meine... Ich habe schon wieder hier diesen komischen Bug, mit dem, dass die Blutflecken auch in meinem Inventar sind. Ich habe nichts zu essen. Ja, zu essen habe ich. Komm her. Das ist jetzt echt nicht so das Ding. Zur Not kriegst du die Notration hier. Ich meine, dafür ist die Notration ja. Wie weit runter bist du denn mit Essen? 18. Ja, sorry, dann, Robin, dann hau dir die Notration rein, komm. Der war gerade nicht. Da konnte ich leider nicht drüber lachen, das tut mir leid. Der war auch nicht lustig gemeint, der war ernst. Ernst? So wie Heike Knispel. Jetzt mach dich nicht über Nachrichtensprecherin lustig, die kann nichts für ihren Namen. Das ist nicht nett. Heike Knispel. Ich fand den schon witzig. Ja, aber nein. Wir können nicht über Nachnamen von Leuten lachen. Das ist nicht nett. Klar können wir, dann siehst du doch. Ja, aber die kann ja nichts dafür, dass die so heißt. Ich meine. Der Nachname, klar. Hä, wie kann man denn was für seinen Nachnamen? Damit bist du geboren. Ja, die hat doch schon geheiratet bestimmt, oder nicht? Ja, aber weißt du, ob sie nicht vielleicht selber Knispel hieß und der Mann hieß anders und heißt jetzt auch Knispel? Was? Weißt du, ob sie selber Knispel Das wird voll die politische Incorrectness-Folge, ohne Witz. Das ist eigentlich gar nicht gut, dass wir hier über so einen Kram lachen. Falls durch irgendeinen Zufall tatsächlich irgendwann mal Heike Knispel diese Folge sehen sollte, es tut mir sehr leid, Sebastian ist halt so. Aber man muss dazu sagen, es ist eigentlich sehr positiv, weil ich glaube, sie sind so ziemlich die einzige Nachrichtensprecherin, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich sehe nichts mehr. Jetzt bleib doch mal ernst, Mann. Nein. Wo? Wir lieben sie. Sie sind toll. Ich liebe sie. Das ist auch das überhaupt nicht creepy gemeint oder so. Das wäre ja klein wie ich zu dick aufgetragen. Nein, aber ich meine, mir tut das gerade voll leid, weil über andere Leute lachen ist voll doof und so. Und ich mag das nicht. Also ihr wisst Bescheid. Heike Knispel. Wenn nein! Sie mal Susi. Oh Gott, ey. Oh, meine Luft, ich kann nicht mehr. Sebastian, wenn tatsächlich irgendwann mal, ja, wir einen Kommentar kriegen,
unter diesem Video von Heike Knispel und die ist sauer auf uns, dann, ne, bist du alleine schuld. Und zwar ist die dann zu Recht sauer, weil das ist echt ein bisschen gemein. Boah, ist mir voll egal, das ist mir wert, ey. Boah. Boah, Alter. Da denkst du, du hast heute schon genug gelacht. Erst die Sache mit dem Stuhl und jetzt sowas, aber no, Sir. Oh, ey. Boah, da hat er ja leicht feuchte Augen gekriegt, ey. Boah, ich... Das ist echt. Das ist echt. Nein. Sowas machen wir nicht mehr. Puh, Junge, du hast auch gelacht. Ja, weil dein Lachen voll ansteckend ist und so. Aber trotzdem tut mir das jetzt voll leid. Oh, je, oh je, da kommt der Moral-Robin wieder. Boah, Alter. Ja. Ich bin gegen Mobbing. Das ist so. Das hat ja nichts mit Mobbing. Ach, mit Robin hat das nichts zu tun. Das hat ja nichts mit Mobbing zu tun. Über den dicken Jungen mit dem Big Tasty, das hat sich auch drüber lustig gemacht. Ja, aber nicht, weil er dick ist, sondern weil er lustig ist, weil er das so cool sagt. Nein. Das hat nichts mit einem Big Tasty zu tun. Das würde das hätte ein dünner Junge sagen, wäre das nicht lustig gewesen. Doch, ich finde schon. Was? Also, ich finde doch, klar. Nee. Weil der hat das voll cool gesagt. Also ich fand das richtig, richtig gut, so wie der das gesagt hat. Du laberst also, das Scheiße. Nein, das war voll. Ich fand das voll cool, was der wieder gesagt nein, hat. Nein, ich fand das halt. Der hat das halt einfach lustig rübergebracht. Der, wie er das einfach gesagt hat und mit was für einem ernsten Blick. Das ist, über was unterhalten wir uns eigentlich? Wahrscheinlich haben irgendwie 90% unserer Zuschauer nicht mal das Video gesehen oder wissen überhaupt nicht, worüber wir reden und denken sich so: What the fuck, was ist mit denen denn kaputt? Sind die dumm oder so? Ey, das und war wenn ihr euch das jetzt gerade fragt, dann kann ich nur sagen: Ja, ja, sind wir. Oh, ey. Was feierst du denn da hinten? Ich weiß auch nicht. Ist das irgendwie Klassenparty oder so? Wir machen jetzt irgendwie Zombie-Revival-Folge oder so? Weißt du, ich habe mich gerade gegen 5 Leute behauptet, ne? Dann kommst du bei den letzten 2 und klaust mir die. Das war nicht... Weißt du was? Ich rette dich jetzt gar nicht mehr. Vergiss es. Ach so, jetzt fangen wir so an? Ich Robin? Wollte dir helfen, ja, damit du hier nicht überrannt wirst. Ich hab doch nicht um Hilfe gebeten. Ja gut, dann helfe ich dir jetzt halt nur noch, wenn du danach schreist. Ja gut, wie zum Beispiel vorhin, als ich geschrien habe und du keine Ahnung hattest, wo du meine Bandage für mich findest. Ja, aber du warst despawned, du warst nicht mehr auf dem Server. Was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Soll ich die einfach irgendwie auf den Boden werfen und schreien Pokéball los, oder was? Alter, da hab ich echt geschrien, ja? Da war da hier, ja, weiß ich nicht, hier, gibt's ein Sanitäts-Pokémon hier? Das ist jetzt gerade voll unpraktisch, weil mitten in der Folge mein Handy gerade vibriert, weil mich jemand anruft, aber das, deswegen ist mir gerade aufgefallen, dass die Folge vorbei ist. Sebastian. Also, ja. Wenn es euch gefallen hat. Hat er die Disco-Raupe gemacht, okay. Dann schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir Unturned spielen. Ihr Let's Play Unturned und so. Und ich beende die Folge jetzt auch hier voll cool in der Außenansicht. So. Und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.